Ein herzlicher Gruß zur Advents- und Weihnachtszeit heute aus der Kirche in Mittelseida an alle Zuschauer von Kanal 9 Erzgebirge. Ein guter alter Brauch in der Adventszeit oder auch vor allen Dingen in der Weihnachtszeit ist ja, dass man Menschen besucht und mit einer kleinen Freude ein Stück Weihnachten ins Haus bringt. Und so ist ja auch immer die Korrente oder Kinder, die manchmal von Haus zu Haus gehen, um mit den Häusern ein Lied zu singen und Freude zu machen. So waren auch wir unterwegs mit Kindern von Haus zu Haus und haben Leute besucht und waren immer wieder eine Freude, wie wir zusammen waren. Und meistens gab es dann ja noch was zu naschen oder vielleicht auch eine Kleinigkeit an Geld mit auf dem Weg. Und ich erinnere mich noch daran, als wir unterwegs waren und auch jemanden wieder besuchten und gesungen hatten, als die ältere Dame dann in ihrem Vorratskammer kramte und die Kinder in froher Erwartung, dass sie wieder vielleicht was zu naschen bekommen, auf einmal merkten, wie die Frau zurückkam und jedem einen Apfel mitbrachte. Man bedankte sich anständig, so wie es sich gehörte, aber als wir dann aus dem Haus rausgingen, hörte ich dann auch, ja, wie die Kinder erzählten, ja, hier haben wir ja gar nichts bekommen oder hier ist ja gar nichts los gewesen, viel lieber hätte ich ein Stück Schokolade oder was anderes haben wollen. Genau in dieser Diskussion habe ich dann gefragt, wisst ihr eigentlich, dass der Apfel ganz eng mit Weihnachten verbunden ist. Worum es eigentlich dabei geht, wenn wir uns Äpfel schenken oder Äpfel am Baum haben. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte, an das Paradies? Die meisten von uns kennen sie ja, wo Adam und Eva dort zusammen waren und unterwegs und eigentlich alles hatten, was sie zum Leben brauchten. Genauso fast wie zu Weihnachten, wo wir auch versuchen, alles zu haben und eigentlich nichts fehlt den meisten Menschen, sondern versuchen einfach auch mal zu vergessen, was vielleicht Sorgen und Leid sind, um einfach ein Stück Paradies in die Stube zu holen. So ein Stück Frieden, Gemeinschaft, Gerechtigkeit, einfach zusammen zu sein. Adam und Eva ging es eigentlich prima, kein Stress, keine Arbeit, immer alles zu essen. Und trotzdem, das ist das Spannende in der Geschichte, und trotzdem haben die beiden Verlangen, irgendetwas zu tun. Und da kommt ja die berühmte Schlange mit dazu, die die beiden auf eine Idee bringt. Sollte es Gott wirklich gesagt haben, dass er nicht von dem Baum dort in der Mitte des Gartens esst, damit er genauso klug seid wie Gott? Und genau diese Frage. Lummert in den beiden und lässt ihnen keine Ruhe, bis sie eben von dieser Frucht essen, die an dem Baum ist, und dabei aber gar nicht merken, was mit ihnen geschieht, zumindest zu Beginn. Die meisten wissen, sie werden aus dem Paradies vertrieben, aber dazwischen ist eine bemerkenswerte Szene, wo eben Adam und Eva merken, sie sind nackt. Und sie beginnen sich zu verstecken, sie schämen sich voreinander, sie verstecken sich. Und das ist wohl für uns Menschen bis heute geblieben, dass wir uns voreinander verstecken, dass wir uns versuchen, irgendwo anders sehen zu wollen, als wir wirklich sind, Regeln aufbauen, um das zu brechen. Aber immer wieder fallen wir zurück und sind einfach dabei, den anderen irgendwo auch nicht zu zeigen, wer wir wirklich sind. Auf jeden Fall mussten natürlich Adam und Eva damals aus dem Paradies, sie wurden vertrieben. Aber was geblieben ist, ist wohl die tiefe innere Sehnsucht nach dem Paradies. Und so ist dieser Apfel ein Stück Erinnerung geblieben, vielleicht so ein Stück diesen Geschmack des Paradieses wieder mit ins Leben hineinzutragen. Deshalb haben auch Menschen dann begonnen, eben an ihre Weihnachtsbäume Äpfel zu hängen. Wir kennen sie vielleicht heute noch als die Kugeln, die an den Weihnachtsbäumen hängen und die uns dort gestalten. Natürlich kam einer von den Kindern sofort auf die Idee, die Frucht sollte man ja nicht nochmal essen. Warum? Das war ja das, was ja eigentlich verboten war. Natürlich, das stimmt. Aber damit wird deutlich, dass die Menschen eben in ihrer verursachten Situation leben müssen. Und auch uns wird immer wieder klar, wir können Weihnachten nicht anders feiern als in den Bedingungen, die wir vor uns haben, wo wir leben, was wir vielleicht können, gesundheitlich mit unseren Sorgen oder auch mit dem, wo wir Menschen haben, die um uns herum sind. Wir können nicht einfach Dinge verändern, so wie sie uns besser gefallen, sondern wir müssen sie so nehmen, wie sie uns geschenkt sind. Und der Apfel will uns daran immer wieder erinnern, dass wir ein Stück an dieser besseren Welt dranbleiben, dass Gott in diese Welt gekommen ist durch seinen Sohn Jesus Christus, der uns immer wieder die Liebe zeigt, die wir miteinander versuchen einzuüben. Und so wünsche ich Ihnen in diesem Sinne immer wieder ein Stück von dieser Liebe Gottes, dass es Weihnachten wird mit der Sehnsucht nach dem Paradies und vielleicht blitzt es auch ein klein wenig auf in dem, wo Sie zusammen sind mit Ihren Lieben.